bin jetzt gleich in Harzberg am Harz. Harz. Und es ist so behindert. Und werde auf Instagram eine Umfrage starten, ob ich nochmal ein paar Kilometer mehr machen soll und über den Brocken fahre. Weil ich glaube, ich war als Kind mal auf dem Brocken, aber das ist schon so lange her. Und ja, das Wetter ist eigentlich perfekt. Und ich erhoffe mir natürlich auch eine geile Sicht. Ich weiß nicht, ob ich bescheuert bin, aber ich glaube, ihr denkt, ich habe einfach nur eine Macke. Also es ist ja nicht nur so, dass ich von Erfurt nach Amsterdam gefahren bin und wieder zurück nach Erfurt fahre und dann noch sage, okay, ich nehme das Kyffhäuser-Denkmal mit. Nein, es kommt ja noch hinzu, dass ich dann sage, okay, wenn ich eh einmal im Harz bin, dann kann ich ja theoretisch auch den Brocken mitnehmen. Ich muss wirklich ehrlich hoffen insgeheim, dass die sagen, yo, nimm den Brocken mit. Aber so richtig Bock habe ich nicht. Aber ich würde trotzdem würde ich es machen, einfach nur weil es geil ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie feiere ich mich für meinen Kopf selber und für meine spontanen Aktionen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mit meinem Kopf los ist, oder? Ja, man muss halt auch einfach mal spontan sein. Und man muss einfach mal Sachen machen, die man nicht gerne macht. Und wenn ich mir jetzt gerade so die Berge anschaue, die hinter Harzerode sind, denke ich mir, what the fuck, ey. Noch habe ich auf Instagram nicht die Umfrage gemacht. Noch. Aber ich werde es trotzdem machen. Scheiß drauf. Warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Im Endeffekt das Einzige, was passieren kann, was ich nicht schaffe, ist, dass ich am Samstag 20 Uhr zur Firmenfeier da bin. Naja, dann bin ich halt 21 Uhr oder 22 Uhr da. Scheiß drauf. Das ist nicht die letzte Firmenfeier. Und ich muss gleich mal gucken, wo es hier ins Zentrum geht. Fahre ich jetzt rechts oder fahre ich geradeaus? Ach, ich fahre es mal geradeaus. Was soll's. Bergauf geht's so oder so irgendwann wieder, von daher. Was soll's. Ich werde mich gleich in Kürze nochmal melden mit der Auswertung, was die ganzen Leute, die mir folgen, auf sind. Und was dann die 80 Leute, glaube ich, was die sagen werden. Und wahrscheinlich wird das irgendwie auf Facebook oder sowas oder so nochmal steil gehen. Keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber ich glaube, die meisten werden sagen, yo, mach's. Scheiß drauf. Mach's einfach. Keine Ahnung, das ist halt totaler Wahnsinn so. Bis gleich.